Na, wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? Nicht gut? Sie halten dieses Leben mit den Einschränkungen so nicht mehr lange aus? Sie wollen endlich wieder richtig leben? Was würde Dr. Otternschlag, der mit Menschen im Hotel ohne Abschied dem Virus zum Opfer gefallen ist, wohl sagen? Gibt es das überhaupt? Das richtige Leben? So, wie Sie sich das vorstellen? Wenn man jung ist, denkt man später. Später denkt man, früher war es das Leben. Wenn man hier ist, dann denkt man, das richtige Leben ist dort, in Amerika, in Indien, am Fujiyama oder sonst wo. Aber wenn man dann dort ist, dann hat sich das richtige Leben gerade weggeschlichen und wartet ganz still hier. Hier, von wo man davongerannt ist. Während der Corona-Krise sehnt man sich nach der Zeit danach. Danach wird man sagen, warum nicht so wie vorher? Mit dem Leben ist es wie mit dem Schmetterlingsfänger und dem schönen Schwalbenschwanz. Wenn man ihn vorüberfliegen sieht, ist er wunderbar. Wenn man ihn gefangen hat, dann sind die Farben abgegangen und die Flügel hinüber. Vergessen Sie das mit dem richtigen Leben. Ohne Theater geht es nicht. Wie es so schön in Tschechows Möwe heißt. Aber sonst machen Sie sich einfach die Tage schön und bleiben Sie gesund, bis wir uns wiedersehen.